Hi, ich habe ein paar Produkte für euch getestet, beziehungsweise nicht für euch, für mich, und möchte euch daran teilhaben lassen. Es geht um Mattierungszeugs. Ihr wisst ja, dass ich immer so mir einbilde oder dass ich wirklich halt glänze und dass ich persönlich das nicht mag. Viele mögen das ja, aber ich persönlich mag das nicht so gern. Und versucht da immer irgendwie ewig was gegen zu tun, gegen diesen Glanz. Und ich habe jetzt mal mich durch ein paar Produkte durchgetestet. Ich zeige euch erstmal alle Produkte. Ein paar kennt ihr auch schon, das Make-up Forever Professional High Definition Powder. Das soll ja so gegen Fettglanz helfen. Dann einmal das Studio Secrets L'Oreal, diesen Primer. Den kennt ihr auch schon. Dann habe ich von Grimas das Anti-Shine Bla Serum, wie auch immer, mir bestellt. Dann eine Probe von Noreva, 10 Jahre LP Forte, das soll auch ja bei Fettglanz, das soll den Fettglanz angeblich so stark reduzieren. Dann von Crema Luxe Seidenpuder. Ich hatte mich ein bisschen im Internet schlau gemacht und da stand in ganz, ganz vielen Foren, dass Seidenpuder ja so gut sei zum Mattieren und naja. Und die Hautklar langanhaltende Anti-Nachfettung Feuchtigkeitspflege. So, ich kann euch direkt sagen, ich finde die meisten dieser Produkte total ätzend. Ich mag die fast alle nicht. Ich zeige euch zwei Produkte, die ich davon mag. Das ist einmal Studio Secrets, der Primer. Das ist für mich von den allen das beste Produkt. Der mattiert nämlich wirklich. Das High Definition Powder ist auch gut. Was auch noch in Ordnung ist, ist diese Pflege. Aber man kann solche Produkte jetzt nicht, du kannst nicht ein Puder mit einer Feuchtigkeitspflege vergleichen. Aber es mattiert wirklich auch gut. Was wirklich der größte Mist ist für mich, ist dieses Zeniak-Zeug. Ich bin froh, dass das nur eine Probe ist. Das wurde so angepriesen, das wurde mir so empfohlen. Das sei ja so mattierend und so. Mattiert überhaupt nicht für mich. Was auch mich sehr ärgert, ist, dass ich mir dieses Grimas Anti-Shine-Zeug bestellt habe. Das ist nämlich 8 Milliliter sind da drin und das hat mich 8 Euro gekostet. Plus Versand, das hat mich echt geärgert. Das ist nur so ein kleiner Pott und mattiert auch gar nicht. Das Seidenpuder ist auch so lala. Es mattiert zwar wie ein normaler Puder, es ist im ersten Moment alles matt, aber jetzt auch nicht so, wie ich das irgendwo gelesen hatte, dass man da über Stunden nicht nachfettet und glänzt. Ja. Wie gesagt, ist für mich jetzt auch nicht so. Ich würde es eventuell leer machen, aber ist jetzt für mich auch nicht so das Top-Produkt. Hat auch 10 Euro gekostet. Also wie gesagt, worauf man sich so relativ gut verlassen kann, also ich zumindest, ist der Primer, Studio Secret Primer. Das ist jetzt, ich weiß nicht, mein dritter oder vierter. Meine Mama benutzt den auch. Und der mattiert nicht nur, der macht auch schön die Poren dicht. Es ist allerdings ein Silikon. Da ist auch nicht jeder Freund von. Aber das ist für mich von all diesen Produkten wirklich das Beste. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Habe ich schon tausendmal gemacht. Auch wenn viele das nicht mögen, aus diversen Gründen, kann ich total nachvollziehen. Aber für mich funktioniert dieses Produkt wirklich super. Ich bekomme davon auch keine Pickel. Erstaunlicherweise. Keine Ahnung, was meine Haut mir damit erzählen will. Davon bekomme ich keine Pickel. Und ich bekomme wirklich von jedem Staubkorn, was auf meinem Gesicht landet, Pickel. Und ja. Kostet 16 Euro bei DM, kostet 30 Euro im Internet. Würde ich mir nicht nochmal bestellen. Also so gut ist es nicht, dass es diese 30 Euro wert ist. Da funktioniert auch das von Elf ganz gut. Das hatte ich euch schon mal vorgestellt. Da gibt es einen Dupe zu. Ja, ich muss generell sagen, ich habe es inzwischen aufgegeben, diesen ganzen, oh, ich muss matt sein, weil die meisten Produkte funktionieren für mich nicht. Ich lasse es jetzt einfach so, ich puder zwischendurch einfach ab. Und auch diese Ölpads, diese kleinen Löschpaper, sage ich mal, die man sich so aufs Gesicht legt, die funktionieren für mich auch nicht. Das wird dann alles fleckig und ungleichmäßig. Das funktioniert für mich nicht. Ja, schade. Was noch? Wie gesagt, das ist eine gute Creme, die spendet mir nicht genug Feuchtigkeit, aber sie mattiert schön. Also für den Stirnbereich, sie mattiert schön. Das hält auch relativ lang. Aber wenn ihr darüber dann Make-up und Tees und das und jenes und noch was, dann ist das natürlich auch alles. Also im ersten Moment mattiert sie und es hält auch. Aber wenn darüber noch tausend andere Sachen kommen, ist dann der Effekt auch so ein bisschen weg. Deshalb kann man das, wie gesagt, nicht miteinander vergleichen. Ich wollte euch nur mal sagen, wo ich mich so durchgetestet habe. Und falls ihr auf die Idee kommt, euch sowas hier zu bestellen, lasst es. Es mattiert nicht. Und das soll Theaterschminke sein. Und ich habe wirklich gedacht, danach sehe ich aus wie ein Topf Mehl, wie ein Topf Mehl, wie ein Eimer Mehl oder was weiß ich. Also auf jeden Fall richtig schön matt, aber nichts da. Pustekuchen. Ich werde bei meinem Primer bleiben. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt sie mir auf. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie dann noch die Motivation habe, irgendwie mich durchzuwursteln. Ich habe mich jetzt einfach damit abgefunden, dass ich immer glänzen werde und das ist dann schon in Ordnung so. Und für alles andere habe ich meinen Primer.
Und die ganzen anderen Sachen würde ich mir nicht nochmal nachkaufen, nur den Primer. Ja, das war jetzt eine ganz kurze Review. Momentan ist es ein bisschen knapp an Videos. Ich weiß, es tut mir auch leid. Ich weiß, dass ich eure Mails nicht beantworte. Es wird sicherlich sich bald wieder ändern. Glaubt es mir, das ändert sich. Ich werde euch wieder mehr Mails beantworten und ich werde wieder mehr Videos drehen. Was verspreche ich euch? Nur momentan ist es halt nicht ganz so, kriege ich das nicht ganz so, geht das halt nicht so gut. Schreibt mir auf, ob ihr eins von diesen Produkten habt, was davon ihr gerne mögt, was davon ihr nicht gerne mögt. Vielleicht kommt ja jemand von euch mit diesem Seidenpuder super zurecht. Würde mich mal interessieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!